Wir sind jetzt bei Rot-Weiß Essen, nicht? Sind wir im Stadion? Im Stadion sind wir. Guck mal, da sitzt hier Emma. Genau, die Emma von Emma Piel. Genau. Meine Güte, ist die alt geworden. Ja, cool, ne? Wir sind im Testcenter hier. Im Testcenter vom Flimmer 1. Der flimmert sich eins und da ist der Frank Wendler dazugestoßen. Also der ist da vorbeigekommen. Also der ist jetzt hier drin, wisst ihr Bescheid, ne? Ja. Total recht herzlich willkommen ist Frank Wendler hier. Wir sind geballte 120 Jahre. Ja, 120 Jahre Erfahrung, Musik, genau. So weiter. Ja, 120 Jahre. Ja, stimmt. Ihr habt es schon in den Windeln angefangen. Ja, wollte gerade sagen, in den Windeln haben wir 120 Jahre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kommen nämlich gerade darauf, weil ich 80 Jahre heute, zweimal an. Auch 160? Auch 160, ja. Ja, wir sind 120. Wir sind 120, die 160 waren gerade zwei Damen. Weil ich für zwei Damen. Die waren auch 120? Nee, oder 60. Nee, die waren 160. Waren zwei Damen, die wurden 80. Mal zwei sind 160. Wir beide sind 60. Marco sind 120. Dann wollen wir euch sagen: Willkommen zu uns. Genau. Den alten Männern vor laufenden Kameras. Nein, natürlich nicht. Okay. Ich darf vorstellen, Frank Wendler, der gerade zufälligerweise hier eingeschnitten ist, weil ich hier von dieser neuartigen Idee am Sprechen war. Und die neuartige Idee ist halt, eine Art Musiksendung zu machen, wie in alten Zeiten. Nicht Disco oder so. Ne, ein Kumpel war ja mal Frank Zander, ne? Nick-Nick-Man. Ne? Ja, ich habe auch mal bei einem Videodreh mitgemacht bei ihm. Ja, damals in so einer schönen Berliner Kneipe. Ja, seine Kneipe. Das ist nämlich seine Kneipe. Frank Zander hat eine eigene Kneipe. Ja, aber war schon ganz witzig. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Und von daher, ich habe schon noch ein Präsent von für die CD. Ja, okay, war ein Scherz. Also wir machen, also ihr habt jetzt drei Clips von uns gesehen und wir wollen euch Geschmack machen, weil wir was Neues machen wollen. Also es geht natürlich ernst zur Sache, das ist klar. Musik vor allen Dingen. Neue Musik vor allen Dingen, neu interpretiert vor allen Dingen und natürlich von Frank Wendler. Ja, ist klar. Ja. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Er ist Frank Wendler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kann ich dazu. Er kann nichts dafür, der ist so geboren worden. Wo bist du geboren worden? In Velbert? In Velbert, ja. In Velbert, ein Essener Jung. Ein Essener Jung. Essener Velbert? Ist er Essener Velbert, ne? Gehört zu Essener, ne? Ich weiß gar nicht, ist Essen schon eingeweidet in Velbert? Klar, ich würde sagen, oder ist Essen der Parkplatz von Velbert? Ich weiß auch nicht. Nein, das war ein Scherz. Velbert ist so klein, aber es ist eine schöne Stadt. Ja, so klein ist Velbert auch nicht. Ja, aber ist schön. Komm, wir haben immerhin schon 100.000, an die 100.000 Einwohner. Ja, wir haben 509.000, also 569.000, also wir sind ein bisschen drüber. Wir sind schon an der Schmerzgrenze hier in Essen. Ja, ist halt so. Okay. Ihr seid dann ländlich, 100.000, aber ist so ungefähr wie die Autobahnpolizei da, die da auf 4 Kilometer rumeiern und tolle Sendung haben. Dafür haben wir viele Berge. Ja, doch. Also viel Grün. Wollte ich gerade sagen, Werden, Bredeney. Kein Scherz. Ich hatte also im Sauerland sehr viele und die habe ich dann abgeholt und bin dann hinten rumgefahren. Die waren die ganze Zeit der Meinung, wir sind immer noch im Sauerland, aber das war gar nicht. Wir sind also hinten über Kettwig und Langendreher und so nach hier hingefahren, bis ich dann natürlich dann irgendwann Gelsenkirchen und dann war Feierabend. Es gibt sogar ein Fallbert, das ist auch, glaube ich, im Sauerland. Richtig, guck mal. Ja, das ist der Bruder von Ferdinand. Das ist der jüngste Bruder, genau. Das Schloss der Beschlägestadt. Ja, richtig, genau. Ja. Schon. Genau. Ja. Absolut richtig. Also, nein, ich bin jetzt auf keinen Spaß gekommen, weil ihr habt ja gesehen, die neue Serie kommt ja im Jahre 2020. Da ist Seme ja mit einer Frau unterwegs, die Pia, im Moment heißt sie nur mal Pia Satzenstein oder irgendwie, also die Pia. Und wie die dann wirklich heißen wird, wissen wir immer noch nicht, haben wir auch noch nicht rausgekommen. Ich habe mit Nils gesprochen, der den Helmut Freund darstellt, aber der hat den Namen auch noch nicht so uns gegeben. Also die haben im Sauerland gedreht und da waren sie auch im Fluss, Hohen Limburg. Und deswegen kam er jetzt da drauf, weil Velbert schließt an Langendreher oder Langenberg an und von da geht es immer weiter. Lange in den Berge. So weit weg von Hattingen. Ja, genau, Hattingen, immer weiter, immer wenn man fahrt und irgendwann seid ihr im Sauerland, ist halt so. Ja, ist so. Im Märkischen Kreis fängt es an und dann seid ihr im Sauerland und seid ihr im Hochsauerland. Ne? Genau, entgegengesetzt von Holland. Ja. Korrekt. Ja. Also, na, ist so. Ja, okay. Ihr merkt schon, wir improvisieren, wir wollen euch einladen, wir wollen euch Geschmack machen. Ihr dürft auch selber mitmachen, ihr dürft auch selber bei den Produktionen dabei sein, ihr könnt Frank kennenlernen, ihr könnt mit ihm musizieren, er kann auch mit euch musizieren, also kann eine richtig tolle Sache werden im Jahre 2020. Also nicht nur die Autobahnpolizei wird neu, sondern auch wir werden neu. Ne? Genau. Wie wir uns dann wirklich nennen, das weiß ich auch noch nicht. Kommt drauf an. Ne? Ist halt so. Wir werden älter und anders. Ja, wir sind anders, aber älter. Ja, ist halt so. Ja. Naja, okay. Also wir machen jetzt Sendung für alle.
aber leider erstmal für die Älteren. Weil die Älteren kennen sich kaum aus mit YouTube, kennen sich kaum aus mit PC, kennen sich kaum aus mit dem Smartphone. Ist halt so, ich sehe das an meiner Kundenklientel, weil ich da alles machen muss. Ja, ist auch ein Problem, ja. Ja, noch ja, weil wir haben verschiedene Phones, da darf man nichts zu sagen. Ist so, nicht jeder hat ein Smartphone, nicht jeder hat ein iPhone. Es gibt auch Phones mit merkwürdigen Namen und dann muss man versuchen, daran so dermaßen ins Menü reinzukommen, um das rauszuholen, was sie drin haben. Ja, so. Ja, wir können ja vielleicht zwischendurch mal so eine kleine Sendung machen, wie ich mache ich was. Oh ja, zum Beispiel. Wie gehe ich mir mein Phone genau. um? Ne? Ja, genau. Ja, das wäre auch mal was. Ja, klar. Ja. Es gibt bestimmt viele, die da... Merkt ihr, wie alt wir sind? Jetzt sind wir nämlich gerade im Modus von WDR, da unsere PC-Welt. Ne? Weißt du noch? Ja, wir bleiben da mit ihrem PC da. Fand ich auch mal interessant, gibt es ja nicht mehr. Schade. Hm? Ganz, da sind wir beim Kern des Themas. Und zwar, deswegen stehen wir ja auch hier, im Studio und sagen euch, Leute, es gab mal Zeiten, da gab es Sendungen, die gar nicht mal so schlecht waren. Und da ihr ja jetzt Phone-Menschen seid, Phone-Menschen, Tablet-Menschen, PC-Menschen, da ihr ja eure YouTuber habt, ihr habt eure, wie nennt man die alle? Instagrammer, genau, ihr habt die Instagrammer. Ich nehme an, habe ich zum Beispiel eine, die verdient ein Vermögen mit ihrer Kosmetik. Dann ist die dann, okay, mach ich eben Slapstick. Ich habe eine Brille auf und die erkläre ich dann, wie die Schrauben da reinkommen und so. So ungefähr machen wir Lidschatten, Make-up, Push-up und was weiß ich nicht alles. Ja, das läuft. Sollten wir auch mal daran arbeiten? Am Push-up, ne? Wie ist klar. Nein. Wir können ja im Prinzip auch alles machen. Ja, sicher, wir sind halt genug. Wenn wir so ein paar Ideen haben. Wir können ja auch mal ein bisschen fremd gucken und. Ja, nicht nur das, wir können ja sagen, wie. Ideen. Ja, vielleicht, haben wir, vielleicht haben wir die Zuschauer irgendwelche. Ja, nein, wie singe ich richtig zum Beispiel? Ja. Ja, gibt ja Schrägtypen und gibt Richtigtypen, also die richtig singen können. Ne? Genau. Ja, so wie, bin ich mir eine Schleife oder eine Krawatte oder so. Ja, also, ja sind, gibt da so viele Möglichkeiten. Ja, manche schaffen das ja nicht mal, eine Schleife am Schuh zu machen. Ja, geschweige denn eine Schleife am Hals. Richtig, die haben da so Haken und Öl. Genau, ja, einfach Noten, Doppelknoten. Ja, so. Ich habe das doch gelernt bei der Bundeswehr. Ja, wir alle. Ja, Strom stehen. Genau. Ja, ja. Ist klar, da hat man noch Zeit. Okay, wir sind raus aus dem Studio, wir haben euch jetzt Geschmack gemacht, wir haben euch verschiedene Facetten gezeigt. Ich habe das alles jetzt so geschnitten, ich war der Bösewicht. Ich habe jetzt verschiedene Sachen daraus gemacht. Ich hoffe, ihr habt Geschmack dran. Ich hoffe, dass ihr das auch gesehen habt. Ich kann auch eine ganze Sendung machen. Oder wir können, natürlich wir sind wir, auch wenn ich jetzt ja, okay? Also wir, nur ich muss leider arbeiten, also ich muss schneiden. Er darf singen. Er hat den Passus, er darf singen, er darf Show machen und ich bin derjenige, welcher der da arbeiten muss. Ich muss auch arbeiten. Ja, wir gehen alle arbeiten. Also, wir sind nicht nur Musiker, Sänger, Clowns, Clownerie, Stuntleute. Vieles wird immer unterschätzt, was Arbeit betrifft. Ja. Sieht immer so aus, als wenn. Ach, ich sag, kann doch gerade jeder. Nein, das ist Quatsch. Ja. Also, ich habe jeden Kunden. Dass da viel Arbeit hintersteckt. Jeder Kunde und jeder Zuschauer, meine lieben Freunde, Arbeitslosigkeit gibt es nicht. Das ist eine Fiktion. Weil das hier ist jetzt auch Arbeit. Nur diese Arbeit macht Spaß. Richtig. So, ihr arbeitet ja auch. Ihr müsst uns beide jetzt ertragen, oder? Ja, ist das so. Oder ihr habt uns beide, genau. Oder ihr habt uns beide ertragen und ihr seid jetzt richtig fröhlich drauf und sagt, ey, wann kommt die nächste Show? Zum Beispiel, also, es ist auch Arbeit. Arbeit ist alles. Und alles kann Arbeit sein. Aber auch Spaß machen. Und jetzt kommt nämlich der Hammer. Nein, das habe ich jeden. Wir arbeiten wirklich alle. Die Problematik ist nur, welchen Lohn kriegen wir? Ja. Können wir davon leben? Das alte Thema, ja. Klar. Ja. Ja, aber... Weißt du, es gibt Menschen, die sagen, auch lieber für wenig Geld arbeiten, aber Hauptsache arbeiten, weil arbeiten ist eine wichtige Beschäftigung für den Menschen. Oder Spaß haben. Oder Spaß an der Arbeit haben. Ja, ich mache ja das auch, was mir Spaß macht. Ja, das mache ich am liebsten. Ja. Und wenn ich damit noch Geld verdiene, ist natürlich alles okay. Also er macht ja eine Menge. Ne? Er fährt ja schon mal ganz viele Menschen durch die Gegend. Richtig. Er macht ganz viel Musik. Hobby hat er auch. Das kenne ich nur nicht, aber egal. Ich muss ja nicht alles kennen. Ich muss nicht alles wissen. Aber sein Hobby ist natürlich Arbeit. Und ich habe auch eine. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe auch alles. Ja. Nee? Also wir machen alles. Und vielleicht klären wir es ja mal irgendwann auf. Machen wir auch. Ach sicher. Und jetzt gehen wir, oder beziehungsweise verabschieden wir uns. Wie gesagt, lasst euch sehen, kommt vorbei. Ich begrüße auf diesem Weg alle Cobra 11 Fans. Ich begrüße Anita und Maya, die zwischendurch hier erscheinen. Ich bin Riesenfan von Cobra. Ja, das stimmt. Ja. Also, nein, wir gucken. Ich mag die Leute da alle super toll. Oder auch diese eine Sendung mit dem Lehrer zum Beispiel, ja, mit der Schule. Da war auch mal so eine Sendung, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist mal was Erfrischendes. Die waren ja auch Cobra 11.
nämlich 14. Hm. Die haben ja auch zwei DVDs vollgemacht. Ja. Da war ja die Cobra 2 Geschichte, ne, der jetzt den Lehrer da macht. Ja, ne, sie habe ich leider nicht mehr wieder gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, wo sie umzog. Ja, aber wie gesagt, das war so ein Ding, so eine Erfahrung, die ich war. Ich gucke nicht so viel Fernsehen, aber ja, ich habe dann mal durch Zufall auch die Sendung gesehen und ich war da echt erstaunt, dass man endlich auch mal wieder was Schönes im Fernsehen sehen konnte, was nicht einfach nur Blödsinn ist. Vieles ist ja einfach manchmal auch Blödsinn, was da produziert wird. Aber das fand ich total super, ja. Also Alarm, Cobra, das ist RTL. Ja. Sag ich ja, da hat ja Melanie Scheidt ihre Beine, wie gesagt, und alles. Melanie Scheidt ist toll unterwegs, sie hat selber da mal eine Kurzrolle gemacht. Ja, vielleicht zeige ich meine auch mal. Ja, aber ich weiß nicht, ob das einen interessiert. Nee, war ja total egal. Weil Strümpfe, bunte Strümpfe, hat da Blödsinn gemacht. Ist halt so. Ob krumme Beine, gerade Beine, egal. Wir schauen mal, was da auf uns zukommt. Ja, ja, genau. Ich meine, wir haben ja auch schon so viel Blödsinn gemacht. Und wollte ich gerade sagen, wir machen jetzt richtig Blödsinn. Wir gehen jetzt richtig on Tour. Wir geben jetzt richtig Gas und deswegen stehen wir hier vor laufender Kamera und deswegen haben wir das Ganze auch gemacht. Das ist jetzt hier kein Spaß, sondern Ernst. Und dieser Ernst soll richtig was werden. Und vor allen Dingen, ihr sollt unterhalten werden. Wir versuchen wirklich, euch zu unterhalten. Nicht nur mit Musik, mit Sketchen, mit einer Sendung, wo auch ihr selber dann dabei sein dürft. Sondern wir versuchen es wirklich, dass ihr wieder Spaß habt, nicht nur uns zu sehen, sondern überhaupt die Sendung zu sehen und überhaupt auch den ganzen, die dazukommen. Da kommen sicherlich ein paar dazu, die dann vor laufender Kamera sind. Es werden verschiedene Orte sein, wo wir werden drehen und so. Also ihr seid eingeladen. Wir lassen uns selbst überraschen, was da rauskommt. Überraschung! Zwei Zwillinge auf einen Haufen. Wollte ich gerade sagen, wir sind zwei Zwillinge, sind beide 60, was wollen wir mehr? Ja, ne? Also, man kann gar nicht anders gehen. Ja, genau. Gehen drin. Macht's gut. Tschüss.